Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir arbeiten uns jetzt noch durch die letzten Nebenquests und haben es jetzt mit einem alternden Krieger zu tun, der leider nicht immer ganz klar im Kopf mehr ist. Er hängt sehr der Vergangenheit hinterher. Im Moment ist er wieder frisch. Er sagte mir, er hat so einen Nebel im Kopf und dann findet er sich im Wald wieder und hat wohl in so einer Nebelphase seine Tochter niedergestochen, die zwar noch lebt und versorgt wird, aber ja, der es zumindest nicht so gut geht. Hier hat er für seine ja, gefallenen Kameraden ein Denkmal errichtet, aber da fehlt ein Stück. Und bevor wir jetzt zurückgehen, müssen wir ganz dringend noch dieses Stückchen finden, dieses Bauteil. Und irgendwer hat das wohl weggeklaut. Hier führt zumindest eine Spur weg. Der folgen wir jetzt mal. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Durchs Wasser? Können auch über die Brücke gehen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh. Oh nein, nicht Kletterkiefer. Kletterkiefer. Vielleicht haben die das Zeichen. Ich mag. Elende Aasgeier. Ich mag keine Kletterkiefer. Sind es nur zwei? Wo führt dieses Seil hin? Da war doch ein Seil. Hier. Das führt nirgends hin. Ich mag keine Kletterkiefer. Ich kann den überschreiben. Ja, nice. Junge, könnt ihr ihn theoretisch überschreiben? Okay, hat sich erledigt. Den Beispiel behalten. Elementaren Küche, danke. Sie werden geblockt. Wo ist denn der andere jetzt hin? Schreib dich. Och nein! Der hat aber noch Reichweite. Erledigt. Wo sind jetzt noch mehr? Da ist einer. Reicht auch. Ah!
Jetzt zu dem Zeichen. Okay, das war vielleicht unerwartet. Vielleicht in einem Blättertiefer Schrotthaufen. Ich passe auf, dass noch nie was mit auftaucht. Wieso ist denn der jetzt explodiert? Wieso? Weshalb? Oh mein Gott. Ah, da war ein Panzerwanderer. Der explodiert? Oder wie? Kein Zeichen hier. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Schrottteil. Aber Schrotthaufen? Ich meine, die Lager nehme ich natürlich auch gerne. Ah, hier. Kein Zeichen hier. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Da ist noch was. Schräger Stamm? Was? Das Vorratslager? Ich suche auch einen Schrotthaufen. Stamm? Schrotthaufen. Ah. Wie komme ich da hin? Okay, war jetzt so nicht geplant, aber auch gut. Ich hab das Zeichen. Jetzt sollte ich es Garoka geben. Was gefunden? Hier. Ich glaube, das ist das fehlende Zeichen. Ja, das ist es. Ich bringe es zum Denkmal. Geh du schon vor. Ich würde gerne eine Weile meinen Kameraden gedenken. Bist du sicher? Ich komme klar. Der Nebel ist vorerst weg. Okay. Ich gehe zurück ins Dorf und sag Venira, dass es dir gut geht. Vielen Dank, Aloy. Du solltest vielleicht auch zurückgehen. Tja, wenigstens kann ich Venira sagen, warum Garoka immer fortlief. Also zurück nach Flutspitze. Der klettert da hinten zurück, okay. So, ist jetzt eigentlich nicht so weit nach Flutspitze. Ich glaube, wir können einfach mit dem Reittier auch ohne Fliegen zurück. Wenn mein Reittier nicht irgendwo abhanden gekommen ist. Okay, offensichtlich nicht. Ist dann halt laufen. Perpedes. Wenn ich auf dem Weg vielleicht auf ein potenzielles Reittier treffe. Krallenschreiter die Maschine wäre. Würde Säure einfach abschütteln. Nicht gut. Krallenschreiter wäre natürlich ein potenzielles Reittier, aber. Ein nicht besonders geeignetes, finde ich. Er läuft hier direkt so verlockend an mir vorbei. Ach, das ist doch schon mal was. Immer noch besser als zu Fuß. Naja. Hoppa. Jetzt gibt Gummi. Ach komm, Leute. Ja, das ist das Problem. Krallenschreiter sind nicht besonders schnell. Und zum Durchflitzen sind die nicht geeignet. Dafür kann man natürlich mit ihnen kämpfen. Oh, falsche Richtung. Ist doch schon der Ausgang. Ich
Du wirst das fangen. Ding hier drin nicht reiten. Nein, ist ja gut. Ich bin ja unterwegs. Alles tutti. Ich muss ja nicht. Die Jägerin wird zu jagen. Aloy, du bist zurück. Aber wo ist mein Vater? Alles gut. Ich fand ihn. Er ist nicht verrückt, Finira. Er vergisst nur Dinge, und zwar zunehmend. Er dachte, er wäre noch in den Clankriegen und wollte seinen Trupp vor einem Hinterhalt retten. Als wir zum Denkmal kamen, wurde er wieder klar. Er sagte, er sei in einem Nebel gewesen. Warte. So etwas habe ich schon gehört. Ein seltenes Phänomen bei Kaplanen. Ihr Gedächtnis schwindet im hohen Alter. Garoka ist kein Kaplan, aber er ist so alt wie einer. Bevor Hekaru Häuptling wurde, wurden nur wenige von uns so alt. Also deshalb... Oh, den Zehn sei Dank. Wenn er wirklich verrückt wäre, würde man ihn dem Gesetz nach töten. Was? Nein, er wird bloß alt. Er braucht Pflege, kein Todesurteil. Ich bin mir sicher, für den Rest des Dorfs ist das ein und dasselbe. Aber wir haben ein Auge auf ihn. Übrigens, wo ist er jetzt? Hier. Ein kleiner Speer. Es tut mir so leid. Alles ist gut, Vater. Du bist zu Hause. Und ich verstehe jetzt. Wenn der Nebel kommt, halte ich deine Hand und erinnere mich für dich. Du musst keine Angst haben. Danke für all deine Hilfe. Bitte, nimm das hier. Deine Taten hier, besonders für Rhaenyra, werden nie vergessen werden. Vielen Dank, Aloy. Aloy? Ja, Aloy. Schon wieder vergessen. Sonnenhabicht Häckslerhandschuh. Okay. Gucken wir mal. Da ist er doch. So. Mit Gift. Ich habe schon einen mit Gift, ne? Ja. Viel Abriss. Ja. Sehr viel Abriss. Nice. Gift eher nicht so. Obwohl, ist auch okay. Ist immer noch mehr als das hier. Dafür nicht so viel Stoßschaden wie andere. Agilitätsschaden. Hier viel Abriss, ja. Wenn man dann regelmäßig Häckslerhandschuhe verwendet. Ah, da können wir auch noch Fähigkeitspunkte. Ich wollte doch hier... das hier, genau. Auch wenn ich es nie benutze, wie ich ja immer sage. Aber vielleicht haben wir dann hier auch bald was komplett. So. Und jetzt habe ich ja gesagt, es gab noch unbekannte Siedlungen. Zwei Stück mindestens, ne? Hier ist eine. Und ganz am Anfang hier. Ist auch eine. Obwohl die nicht im Nebel liegt. Da. Die würde ich mir gerne anschauen. Diese unbekannten Siedlungen. Tenaktrachen. Hatte ich den nicht schon? Ich weiß es nicht. So. Du sollst eine neue Rüstung bekommen. Deine Taten bei der nee, ich wollte dich eigentlich nicht grüßen. Ich will jetzt eigentlich da hinten zu dieser Siedlung. So. Nicht, dass da noch was Cooles ist, was wir verpassen. Ah, scheiß FOMO. So. Zumindest mal gucken. Ja. Ja. Rupfallsteinbruch. Ach. Okay.
Aber es scheint hier keine Quests zu geben, aber einen Jägerbedarf. Ist die Frage, wie ich hier hochkomme? Du bist zurück, okay. Ach, das war da, wo sie die Arbeit niedergelegt haben. Und jetzt haben wir das quasi wieder freigelegt, ganz am Anfang. Ja, das kann sein. Interessant. Hier war ich dann echt noch nicht. Wie komme ich jetzt dahin? Oder dahin? Retterin soll auf Langhälse klettern. Das will ich auch mal probieren. Nee, nee. Würde ich nicht raten. Lass es lieber. Nicht auf Langhälse klettern. Upgrades. Tenakdrachen. Berittene Verteidigung. Besserer Nahkampf. Bessere Feuerresistenz. Die Pirschatan-Generatoren. Ja, nee, stimmt. Ich habe mir die über... Ich glaube, bevor ich hier was Falsches nehme... Ja, auch Pirschatan-Generatoren. Ich kann mir jetzt überlegen, ob ich hier ein Upgrade mache... Oder die Pirscher-Überbrückung freischalte. Was bringt mir mehr? Ich glaube, die Upgrades, oder? Als Pirscher freischalten, wann überschreibt man schon mal Pirscher? So, und dann würde ich... Kleben ist natürlich auch cool. Das funktioniert super gegen die Phantome, ne? Also ich würde das hier jetzt freischalten. Einfach weil ich Schock so oft verwende und es einfach so OP ist. Zack. Und noch ein leerer Nee, kein leerer Platz. Oh, Beutel-Upgrades. Fallenbeutel mit einem Entengabelbein. Sehr nice. Vollständig verbessert. Es wird, liebe Leute. So, Munition noch. Genau, Schockmunition. Läuft super. Haben wir eigentlich noch, ne? Ja, das sieht gut aus. Ein Ausbalance ist ja bestimmt mega Bürger abgefeiert werden. Und mein Ziel ist ja von überbrückten Maschinen angegriffen wird. Ah, ich hatte doch mal versucht hier mit dem, glaube ich. Oder ne, mit dem Berserker nicht. Ich glaube, ich habe damals mal versucht mit einem falschen Pfeil das zu... Ich wusste, es geht irgendwie. Aber ich habe es nie verwendet. Ah. Ja, jetzt ist der Pirschatan-Generator halt jetzt weg. Aber ich glaube, ich habe mehr davon, wenn ich upgrade hier. Als wenn ich mir die Pirscher-Überbrückung freischalte. So, aber sonst ist hier nichts, ne? Also, keine Quests, kein nichts. Dann kann ich auch wieder weiter. Dann gucken wir mal bei der anderen Siedlung. Einfach nur, damit wir uns das mal angeguckt haben. Wer weiß, was es da gibt. Die Sterne raus. Hat fast dieser Steinbruch so, wenn es plötzlich dunkel wird und die Ackern noch und es hallt. Schön. Schweinchen hier. Mist. Auch sonst viel Präriehunde und so. Jetzt rennt aber alles weg. Naja, gut, dann nicht. War noch eine Siedlung? Unbekannt? Unbekannt. Hier ist ein Flutschlitzer-Areal. Krass. So, irgendwo hier war dann noch eine Unbekannt. Ich glaube, es war ein Nebel, ne? Es war jetzt. Nee, hier war es irgendwo.
da. Aber da ist ja auch richtig tiefer Nebel. Da ist ja Nebel wie hier, ne? Schaut so ein bisschen. Hier hin? Weiber. Ja, den habe ich schon mal gesucht, ne? Diesen blöden Flugschreiber. Frag mich, ob wir zu dieser Siedlung überhaupt hinkommen. Schreiterareal. Hier so. Total unauffällig. Vorteil ist halt, es ist gleich eine portable Kampfmaschine. Die kannst du halt überall hin mitnehmen, ne? Der Flugschreiber ist schon so lange hier. Der kann noch warten. Stimmt, ich habe ja auch noch welche in der Tasche, die ich abgeben könnte. Fällt mir mal gerade ein. Ich habe doch schon ein, zwei gefunden. Können wir auch noch machen. Wird uns jetzt nicht so viel bringen. Obwohl, vielleicht können wir was gegen eintauschen. Ich weiß es nicht. Die Siedlung. Ich glaube nicht, dass es da noch eine Quest gibt, sonst hätte ich wahrscheinlich schon längst ein Gerücht gehört. Das ist tatsächlich eine Siedlung. Ja, hier gibt es auch Gerüchte. Aber gut, Gerüchte gibt es ja auch über alles Mögliche noch. Du bist sicher die Streite. Bitte auf. Ja, erzähl mal. Das klingt nicht gesund. Du bist im Tiefland sehr bekannt, Ostländerin. Du hast unseren Marschällen und unserem Häuptling geholfen. Ich bin dir dankbar. Gerne doch. Ich sag dir mal was. Ich teile mit dir, was ich höre und was ich weiß. So rennst du nicht unwissend durch die Gegend. Na. Ich sollte dir sagen, im Tiefland leben die gefährlichsten Maschinen im verbotenen Westen. Du solltest im Jagdgebiet im Südwesten vorbeischauen. Na gut, Jagdgebiet. Etwas trainieren. Ein, zwei neue Tricks lernen. Ich werde daran denken, wenn ich dort bin. Danke. Der Regenpfad. Aber ein Jagdgebiet, ja gut. Jagdgebiete mache ich jetzt nicht groß. Auch hier im Maschinenrennen oder so, Streit gibt es ja noch. Das sparen wir uns alles. So, hier haben wir noch eine Werkbank. Regala hatte keine Chance gegen die Streiterin. Nee. Ich bin so toll. Was? Hast du noch was Cooles? Salvensprengschleuder. Wie immer brauche ich Sonnenflügelzirkulatoren. So ein Mist. Oh, die hätte ich gerne. Oh, die hätte ich sehr gerne sogar. Jetzt muss ich mir so irgendwo noch einen Sonnenflügelzirkulator besorgen. Sowas. Also hier ist auch keine Quest. Wir haben alle Nebenquests geschafft. Hurra! So, Sonnenflügel. Da gibt es eins. Die gibt es doch direkt über meiner... über meiner Basis. Ist doch ein Sonnenflügelareal. Vielleicht soll ich mit da einfach ein paar Sonnenflügel einsammeln. Tieflandfahrt. Da ist ja noch eine. Noch eine Siedlung. Sei vorsichtig, Streiterin. Sind ja doch mehr unbekannte Siedlungen, als ich gedacht habe. So, wo ist denn die? Unbekannt? Hier war da. Wo war die? Unbekannt? Hier war noch irgendwo eine. Unbekannt. Gut, hier ist auch noch ein Beuteunternehmer. Da, unbekannte Siedlung. Reliktruine. Hierhin oder dorthin? Na, wir müssen
Ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder rum. Dann würde ich fast sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Dann gucken wir mal, was wir da für eine Siedlung haben. Und ich überlege, ob ich vielleicht noch zumindest einen Beutevertrag, eine Beutevertragsreihe komplett mache. Müsste ich mir nochmal überlegen. Ich will ja auch noch die Flugschreiber zurückbringen. Einfach nochmal. Keine Angst, ich mache jetzt nicht noch 20 Folgen voll, aber so Kleinigkeiten würde ich gerne noch erledigen vorher. Vielleicht bei Keruf war. Ne, ist alles Keruf, ne? Das hier, dem Beuteunternehmern. Ich glaube, das ist alles Keruf. Mal schauen, ob ich noch mehr unbekannte Siedlungen hier auftreibe, wenn ich so weitermache. Hier sind zumindest keine. Hier auch nicht. Da ist noch eine. Guckt mal. Hier haben wir noch eine. Ah. Aber da ist überall keine Quest. Ich glaube, da hätten wir schon längst von erfahren, wenn es welche gäbe. Aber ich will sie mir trotzdem angucken. Nee, gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Dann überlege ich mir mal, was wir noch so anstellen. Auf jeden Fall die Siedlung noch angucken. Auf jeden Fall noch die Flugschreiber zurückgeben. Und vielleicht noch den einen oder anderen Beutevertrag. Und dann sind wir, glaube ich, endlich so weit, dass wir in die Schlacht gegen die Sinifs ziehen können. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sehen uns. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.